Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge WWE 2K23 Best of the Best 24. Und ja, wir befinden uns jetzt mittlerweile in der vierten Runde. Und wie ihr ja mitbekommen habt, wir haben noch 31 Characters übrig, beziehungsweise 31 Teilnehmer übrig. Und diese Woche lief relativ gut, also ich war bei einigen Matches wie immer sehr überrascht. Und ja, ich hoffe, euch haben die Matches auch gefallen. Ne? Wenn euch die Matches gefallen und wenn ihr schon denkt, ihr habt einen Favoriten, ne? Wie gesagt, gerne in die Comments schreiben, wer euer Favorite ist. Und ja, diese Ausgabe ist jetzt die erste Ausgabe im neuen Jahr, deswegen nochmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, wie man so schön sagt, ne? Und ja, wir legen los. Ich würde sagen, wir lassen nicht lange schnackeln, sondern wir hauen einfach rein. Und fangen an mit der ersten, also letzten Ziehung von quasi Phase 1. Ne? Phase 1 wird beendet und danach sind ja nur noch die Teilnehmer übrig, die vorher schon gewonnen haben. Und ja, wir legen los. Und der erste Teilnehmer ist Lord Z. Lord Z, der dunkle Lord von, natürlich, wer kennt's, ne? Power Rangers aus der Season 1 Geschichte, beziehungsweise aus der letzten Season, die jetzt erst, beziehungsweise letztes Jahr rausgekommen ist, das Finale der Power Ranger Geschichte. Ne? Und ja, Lord Z ist dabei. Und da geht's auch schon weiter. Der nächste ist Bad Punisher. Bad Punisher ist eine Mischung aus Batman und Punisher. Ne? Also ihr kennt ja Batman, ihr kennt sicherlich auch den Punisher. Quasi DC, Marvel, ne? Und Co. treffen aufeinander in einer Form. Und da geht's auch schon weiter. Kang. Kang the Conqueror. Kang the Dynasty. Kang der Welteneroberer. Wie auch immer man ihn nennen soll. Aktuell gibt es ja bei ihm Probleme. Ne? Ich hoffe mal, sie finden einen anderen Kang. Oder es wird ein neuer Avenger-Film geben, wo kein Kang mehr dabei ist. Also wer Kang kennt, ne? Ist ja gerade der große Bösewicht im Multiversum-Saga. In der Multiversum-Saga. Und der nächste Teilnehmer ist Vader. Es ist der Vader, den man kennt aus der WWE himself. Der Vader mit seiner Maske. Ne? Nicht Darth Vader, sondern einfach nur Vader. Aber ja, er ist dabei. Und ich muss gerade kurz gucken. Ich habe bei Einstellungen irgendwas falsch. Wir hatten jetzt Vader, genau. Okay, weiter geht's. Und der nächste ist Johnny Gargano. Johnny Gargano, auch ein großer Wrestler, der jetzt aktuell wieder aktiv ist, zusammen mit Tommaso Ciampa, ne? Habe ich ja bereits, glaube ich, schon in der letzten, vorletzten Ausgabe erwähnt. Und der nächste ist Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, auch ein langwieriger. Ich weiß nicht, mittlerweile müsste er auch Hall of. Oder ist er schon Hall of Fame? Glaube nicht, ne? Schreibt es mir mal gerne in die Comments.
Und der nächste ist Kratos. Kratos, der Gottestöter, der Gottesschlechterer, der mittlerweile nicht mehr so der Gott der Zerstörung ist, wenn man es so nennen kann, ne? Aber ja, Kratos, willkommen. Und damit haben wir den nächsten Teilnehmer. Es ist das Cell. Es ist Cell himself. Cell, der seine erste Stufe quasi, also seine. Ja, seine erste, zweite. Ne, müsste seine erste Stufe sein. Seine ursprüngliche Stufe. Nicht seine ultimative Stufe, sondern seine. Ne? Ihr wisst schon. Und der nächste Teilnehmer ist Matt Riddle, der ja aus aktuellen Gründen aktuell nicht dabei ist. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht kommt er nicht wieder, wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Brad Hitmanhart. Über diesen Mann kann man viel erzählen, aber ja, er ist eine Legende unter den Superstars, auch ein Hall of Famer. Und ich muss sagen, er ist wirklich einer, der mich in diesem Qualifikationsturnier sehr überrascht hat. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es Tag Team ist oder ob es normaler Titel ist, ne? Falls ihr euch wundert, warum es hier und da immer Publikationen gab oder warum es nur immer ein Match gab mit einem Titel, ne? Weil, ja. Na, ihr wisst selber, wie es läuft. Ja, willkommen im Club. Und der nächste ist Batman Wu Lauch. Batman Wu Lauch, Version 2. Ja, ist glaube ich ein Charakter aus einer Batman-Comic-Reihe, der quasi eine Ähnlichkeit hat mit Batman, allerdings hat er eine etwas andere, gruseligere Maske und hat immer ein Grinsen auf seinem Gesicht. Also, versteht schon so. Grinsen auf seinem Gesicht und ja, willkommen. Ist quasi Batman in Böse, wenn man so nimmt. The Bad Guy. Ja, und der nächste Teilnehmer, nachdem wir in der letzten Woche den guten Tommy Oliver himself kämpfen gesehen haben, haben wir nun den White Dragon Ranger. Diese Version ist, wenn ich es richtig erinnere, ist das eine Version aus dieser Version, die quasi entweder, ich glaube, es gibt ja noch einen Film. Es gibt ja irgendwie noch ein Legend of White Dragon. Gibt ja, glaube ich, noch einen Film davon. Aber so wie es für mich aussah, gut, ich habe den noch nicht gesehen, falls der schon, ne? Aber für mich sah das aus wie eine Version aus dem letztrigen Power Ranger Film, der rauskam, der leider nicht wirklich gut ankam. Gut, kann man nichts machen, ne? Ihr wisst selber, wie das so ist mit Film-Remakes und was weiß ich nicht alles, ne? Aber ja, willkommen, White Ranger. Ja, und da haben wir auch schon den nächsten Ranger am Start, der gute Golda. Ah nein, Quatsch, haben wir nicht den Ranger am Start. Oh Gott, ich hab Gold Ranger gelesen, sorry. Der gute Golda. Golda, auch ein Bösewicht. Ein Lakai von Rita Repulsa, die Hexe des Bösen, quasi aus der ersten Season mit am Start gewesen. Und ja, willkommen im Club. Und da haben wir auch den nächsten Teilnehmer, es ist Yuhiro Hanma. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem erst, glaube ich, zweimal Yuhiro Hanma gehabt. Zweimal lief es nicht wirklich so gut, wenn ich mich jetzt dran erinnere. Aber ich hoffe mal, dass dieser gute Yuhiro Hanma beweist, was es heißt, ein Hanma zu sein. Und ja, willkommen.
Und nächstes Bronson Reed. Bronson Reed, ein NXT-Superstar. Ich weiß nicht, ob er aktuell gerade Pause macht, was auch immer. Aber ja, er ist auch ein sehr großer Kämpfer. War Champion, NXT-Champion. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Ne? Gerne in die Comments schreiben. Und der nächste ist Kurt Angle, der Hall of Famer Kurt Angle himself, der Meister of Submission Moves überhaupt. Und ja, willkommen. Aktuell ist er, glaube ich, nicht mehr bei der WWE. Ich weiß es nicht genau, ne? Ich lese hier und da immer so einiges, aber könnt ihr mir gerne, ne, in die Comments schreiben. Und der nächste Teilnehmer ist Triple H 08. Ja, es ist die frühere Version von dem guten Triple H. Und ja, er hat es auch geschafft, sich zu beweisen. Auch ein sehr großer Superstar, eine Legende unter den Wrestlern. Und ja, willkommen im Club. Jetzt muss ich kurz gucken, ob wir haben. Kurt Angle, genau, passt alles. So, weiter geht's. Und der nächste Teilnehmer ist Darth Maul 76. Ja, wir hatten ja schon einige Darth Mauls am Start gehabt, ne? Wie erwähnt, es gibt mehrere. Und ja, auch ein großartiger Kämpfer. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich die anderen geschlagen haben. Da müsste ich dann mal in meine Liste gucken. Aber ja, willkommen. Und der nächste Teilnehmer, es ist John Cena 18. John Cena 18, wir hatten jetzt vor kurzem erst den guten John Cena 6, 9, irgendwo in die Dreh rum gehabt. Oder 8? Oh, naja, auf jeden Fall John Cena Nummer 18, willkommen. Und der nächste Teilnehmer, Red X, könnte man denken, es wäre eine Art Red Hot, wenn man das so wenn man da hinguckt, ne? Aber ja, er ist auch ein sehr guter Kämpfer, er sieht wie gesagt aus wie eine Art Red Hot mäßig und ja, willkommen. Ja, dann haben wir den nächsten Air Mac MK Ranger. Wir hatten ja schon den Smoke Ranger, den SK Ranger, also den Mortal Kombat Ranger. Und jetzt haben wir den Air Mac MK Ranger. Und ja, willkommen. Und der nächste natürlich, Seth Freaky Rollins, the man himself, der Mann, der jetzt seinen Titel vor kurzem erst verteidigt hat gegen Drew McIntyre, der Champion. Und ja, willkommen. Und ja, es ist der wirkliche Seth Rollins. Es gibt ja, glaube ich, bloß eine Version von ihm.
Krypton. Darth Zeon ist ebenfalls ein Sith Lord. Er sieht für mich, wenn es die Version ist, die ich denke, er sieht für mich aus wie einer aus der Old Republic Geschichte. Und da wir ja aktuell gerade Star Wars bingen oder beziehungsweise Star Wars als Projekt laufen haben, ne? Ja, Darth Zeon ist dabei. Willkommen. Und ja, der letzte Teilnehmer ist natürlich der gute Sektor. Sektor ist der Bruder von jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, sein Gegenpol, quasi die gelbe Version von ihm, hat bereits gekämpft. Das ist jetzt die rote Version von ihm. Und genau. Ja, so, und dann haben wir unsere letzten Teilnehmer für Phase 1 abgeschlossen. Die nächsten Teilnehmer stehen fest. Es sind Lord Zedd, Bad Punisher, Kang, Raider, Johnny Gargano, Stone Cold Steve Austin, Kratos, Cell, Matt Riddle, Brad the Hitman Hart, Batman Wu Lao Version 2, White Dragon Ranger, Bolter, Mighty Morphin Power Ranger, Yuhiro Hanma 91, Bronson Reed, Kurt Angle, Triple H 08, Darth Maul 76, John Cena 18, Red X, Ermac, M.K. Ranger, The Freaking Roland, Xavier Woods, The Hurricane, Darth Vader, Logan Paul, Dark Cliptor, Zeus, Ricochet, Darth Zeon und Sektor. Und ja, das sind diese Teilnehmer für, wie gesagt, Phase 1 ist damit zu Ende. Die Matches werden natürlich wie immer eine Woche nach Ausstrahlung erscheinen. Eine Woche nach quasi dieser. Und da könnt ihr mir gerne wieder in dem Zeitraum natürlich wie immer gerne Comments da lassen, welche Matchort wollt ihr sehen. Ne, ansonsten tue ich mir wieder selber was zusammenschustern. Und ja, das wird dann auch die letzte, also es wird trotzdem noch weitere Vorschaufolgen geben. Aber es werden dann keine Premiere mehr in dem Sinne. Die Folgen erscheinen dann quasi ab Phase 2 erscheinen die Folgen auf dem Kanal. Aber nicht mehr als Premiere, weil ich niemanden spoilern will. Bin ich ehrlich, ich werde auch eine extra Playlist machen, was weiß ich, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase hast du nicht gesehen, ne? Ihr wisst selber, wie es ist. Damit nicht so viele, ne? Also damit ihr wirklich das volle Programm genießen könnt. Nicht, dass ihr dann schon seht, so, ach, der kämpft gegen den und, ne? Aber ja, ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, wie ihr euch das vorstellt. Wollt ihr das anders haben, dann lasst es mich gerne wissen. Wollt ihr gerne Live-Premieren haben, dann, ne? Dann werde ich vielleicht, ja, mal gucken, wie wir das dann hinbekommen. Aber ja, das war es auf jeden Fall wieder. Eine weitere spannende Folge. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefällt, wie immer gerne ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr mal auf dem aktuellen Stand der Dinge seid. Gerne auch ein Abo dalassen, wie ihr gerne Lust und Laune habt. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.